Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, der Podcast für Völkerverständigung und Wissensvermittlung. Heute die Wahrheit über deutsche Dialekte. Mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir haben neulich festgestellt in dem Podcast mit Olli, dass es hier kleine Differenzen in der Verständigung gibt, Stichwort Heuer und Jänner. Und mir wurde auch durch Kommentare zugetragen, dass sich das so fortzieht, auch im bayerischen Sprachraum. Aus diesem Grund haben wir uns heute noch einen Experten dafür in den Podcast geholt, nämlich aus der Region Bayern, Pfarrkirchen, den Alexander Kiermeier. Hallo Alex. Servus. Das Thema ist natürlich eigentlich ein anderes, denn wir wollen heute über die Anfänge des deutschen HEMA reden und die Wahrheit über diese Anfänge. Dennoch, kurze Wissensvermittlung. Ihr beide versteht euch so gut mit den Österreichern, weil euer Dialekt quasi zum gleichen Gebiet gehört, nämlich oberdeutsche Dialekte, südlich der Mainlinie. Und ich habe ein kleines Problem zuweilen damit, weil meine Dialektgruppe zum Mitteldeutschen zählt, nämlich also quasi über der Mainlinie. Genau genommen gehöre ich zu der obersächsischen Dialektengruppe. Und ganz konkret ist es das Meißenisch. Ich bin eigentlich ganz froh, dass du nicht Sächsisch im Podcast. Ja. Okay. Worüber? Das war dir jetzt schon wichtig, das nochmal nachzuhören, warum und nachzurecherchieren, warum das so ein bisschen schwierig war, oder? Ja, natürlich. Also ich habe mich hier so, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich das nicht. Du hast so souverän gesagt, ja, ich verstehe den Olli super. Ich habe überhaupt kein Problem damit, die Österreicher zu verstehen. Ich dachte, das kann ja auch nicht wahr sein. Und jetzt habe ich die Wahrheit darüber herausgefunden. Heute wollen wir auch über die Wahrheit reden, nämlich wie es damals war. Dazu haben wir uns eines der Urgesteine der deutschen HEMA-Szene, quasi den Quastenflosser der deutschen HEMA-Szene in den Podcast geholt, den Alex Kiermeier. Und Alex, du machst das auch schon eine ganze Weile und machst aber noch länger Kampfsport. Also du hast ja schon in den 80ern mit Kampfsport angefangen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, mein Einstieg in die Kampfkunstszene war mit einem Einstieg in die Polizeiarbeit. Als ich das Glück hatte, Polizeibeamter zu werden, war gleichzeitig auch die Nahkampfausbildung zu dieser Zeit oder die Zugriffsausbildung im Jiu-Jitsu. Und das hat mir damals schon gefallen und das habe ich dann auch privat weiter betrieben. Du bist also Polizist? Ja. Das heißt, wir haben hier auch noch gleich die Wahrheit darüber, ob es auf der Straße funktionieren würde. Sogar HEMA-Techniken funktionieren auf der Straße, ja. Manche sogar sehr gut. Wie lange hast du dann mit Jiu-Jitsu und diesen, ich sag mal, fernöstlichen Kampfkünsten verbracht, bis du zum HEMA gekommen bist? Das war schwierig für mich zu sagen. Das war eher ein fließender Übergang. Wie gesagt, seit 87, 88 habe ich mich mit asiatischen Kampfkünsten beschäftigt. Verschiedenster Art, waffenlos und auch bewaffnet. Und bin dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre immer mehr in die HEMA-Szene reingerutscht, habe 89 ein Seminar besuchen dürfen mit historischen Waffen. Dadurch habe ich erkannt, dass es europäische Kampfkünste gibt und auch die sich sehr intensiv mit oder sehr effektiv mit Waffen auseinandersetzen. Und das hat meine Reise gestartet. Deine HEMA-Reise sozusagen. Ja, genau. Also vorher war dir nicht bewusst, dass es quasi da eine deutsche Kampftradition gibt, oder war dir nicht bewusst, dass es dazu auch noch eine fundierte Quellenlage, Vermittlungsbasis gibt?
mir war natürlich bewusst, dass die Leute irgendwie auch gelernt haben, mit den Waffen umzugehen, aber das war irgendwie nicht so im Vordergrund. Regelrechter Kampfkunstunterricht oder Kampfkünste an sich waren für mich immer mit Asien verbunden. Sei es jetzt ursprünglich bedingt durch die Filme, aber dann auch mit der persönlichen Auseinandersetzung mit asiatischen Kampfkünsten. Das war einfach nicht präsent, dass es in Europa auch gab. War ja auch klar, weil wenn du gerade Filme ansprichst, in Europa hat man sich halt kräftig mit Eisenbahnschienen die Rüstung verdellt und das war's dann auch. Genau, die Klischees waren immer da. Wie ging's dann weiter? Du hast dann Zugang zu dieser neuen Welt bekommen? Es war gerade diese Zeit, zu der auch das Internet immer populärer wurde. Wir sind dann über amerikanische Websites gestoßen, damals die HACA, die Historical Armed Combat Association unter John Clements. Der eine oder andere von den Hörern kennt den vielleicht noch. Und da wurde es mir bewusst, dass tatsächlich auch aus dem deutschsprachigen Raum Quellen existieren, wie man mit verschiedenen Waffen umgang. Das erste war für mich Ringeck. Und in dieser Zeit bin ich dann auch mit Hans Heim zusammengekommen, der aus anderen Kampfkünsten kam, und auch mit Klaus Drexler. Wir haben uns dann mit diesen Quellen beschäftigt, haben bemerkt, oh, viele dieser Quellen sind ja in München in der Staatsbibliothek, haben uns in die Staatsbibliothek begeben, haben dort die Quellen zunächst mal als Kopien in Schwarz-Weiß uns zu Gemüte geführt. Später haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, diese in Original anzuschauen, was wirklich ein tolles Erlebnis war. Und haben dann begonnen, das Zug um Zug zu versuchen, in körperliche Bewegung umzusetzen. Damals war einfach noch nicht bekannt, was ist ein Zornhau, was ist ein Zwerchhau, was macht das aus? Es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil jedes Wort eigentlich immer wieder für neue Überraschungen sorgte. Und weil du vorher ja gerade einen Dialekt angesprochen hast, ich habe empfunden, dass gerade der bayerische Dialekt da teilweise sehr hilfreich war. denn tatsächlich viele dieser alten Wörter, wie jetzt Zwerch, zum Beispiel, meine Großeltern haben noch ganz ähnliche Wörter verwendet. Wenn sie zum Beispiel davon sprachen, quer über ein Feld zu gehen, dann haben sie gesagt, wir sind zwergst über ein Feld gegangen. Was zwar nicht genau Zwerch war, aber im Endeffekt, man sieht den gleichen Wortstamm, also Zwerg von einer Seite auf die andere. Ja. Es hat immer mehr Parallelen gegeben, auch mit der lokalen Geschichte. Ich habe feststellen können, dass also direkt in der Nachbarschaft in Dingolfing, wo ich dann später auch mal dienstlich beschäftigt war, auch ein Fechtbuch entstanden ist, also Paulus Karl, dessen Vater dort Mautner war. Also eine ganz interessante Geschichte. Und auch aus Passau gibt es das Fechtbuch von Hans Zünner. Das ist also tatsächlich eine Auseinandersetzung mit einer sehr lokalen Geschichte für mich, das noch zusätzlich interessant macht. Wir schreiben jetzt ja auch das Jahr so 98, 99. Ja. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum wir nochmal eine Folge zur HEMA-Geschichte in Deutschland machen. Michael und ich haben ja da schon eine zu gemacht, HEMA damals und heute. Und wir sind aber natürlich nur so weit zurückgekommen, wie das für uns möglich war aus unserer eigenen HEMA-Erfahrung. Das heißt, das meiste war so aus dem Bereich 8 bis 10 Jahre. Aber da Alex einer der Ersten ist, die das hier in Deutschland mitgemacht haben und auch die Szene mitgeprägt haben, gehen wir jetzt mal sozusagen nochmal 10 Jahre zurück, bevor man noch das 2 vor der Jahreszahl hatte und wie sich das alles entwickelt hat. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Name Alex Kiermaier den Leuten, also unseren Hörern jetzt nichts sagt, ich werfe mal so ein paar Sachen ein. Du hast OX gegründet, also OX München erstmal inzwischen. Dann mitgegründet, möchte ich betonen. Ja, also ich war nicht der Gründer. Genau, dann auch OX Pfarrkirchen, wo du jetzt unterrichtest. Ja. Du hast zumindest im deutschsprachigen Raum die erste HEMA-DVD gemacht, weltweit auch? Nö, es hat vorher schon was Ähnliches gegeben, eben von Mike Lodes, Blow-by-Blow Guide to Historical Swordsmanship, das hat sich aber mit den Rapierfechten beschäftigt. Ah ja, also das war die legendäre Agilitas-DVD Langes Schwert, Teil 1. Du hast den Joachim Meyer
als moderne Variante rausgebracht, also nicht interpretiert, sondern einfach nur transkripiert, neu gelayoutet, jetzt vor kurzem erst tatsächlich wieder und aber auch schon 2012 und war auch schon bei vielen Sachen aktiv, auf die wir noch eingehen werden und wie wir auch in der Folge mit Olli zum Drein-Event gehört haben, gehörst du zum festen Inventar des Drein-Events seit jener und dazu mal dazu. Ja, mit sehr viel Freude. Woher kanntest du denn damals den Klaus und den Hans? Das Ganze ist in meiner Erinnerung noch etwas verschwommen, muss ich tatsächlich zugeben. Ich denke, das Ganze, also Hans hatte mal inseriert in Karfunkel, glaube ich, und hat nach Gleichgesinnten gesucht. Boah, das ist ja richtig und, oldschool, sehr schön. Ja, genau. Also, auf eine Zeitungsanalyse gemeldet. Ja, wie gesagt, wir hatten damals ja nichts, ne? Und Hans und Klaus hatten sich vorher schon gekannt und Hans hatte eben dann den Kontakt zu John Clemens hergestellt und dann dieses erste Seminar in Deutschland mit John Clemens organisiert. Zudem hatte ich zwar keine Zeit, aber das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns näher kennengelernt haben und auch die anderen Gruppen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs waren, etwas näher kennengelernt hatten. Denn die Dreinschläger hat es damals schon gegeben. Es hat auch die Freifechter in Köln gegeben unter Stefan Dieke damals noch. Dann Zornhau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es als Verein gegeben hat, aber ich weiß, dass Thorsten Schneier schon aktiv war. Und verschiedene andere Leute, die jetzt zum Teil nicht mehr aktiv sind, konnten wir dadurch kennenlernen und wir haben Kontakte geknüpft und haben dann uns später nochmal in München getroffen, um ja, unsere Erkenntnisse etwas zu vergleichen und aneinander anzugleichen, was für die einzelne Gruppe eben zum Beispiel der Zornhau ist oder die Hut vom Tag, was charakterisiert das Einzelne. Und das haben wir versucht für uns festzulegen, haben versucht einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und haben uns von da an eigentlich regelmäßig getroffen. Ich wage zu behaupten, dass München da zwischendurch sogar ein kleines Zentrum war, weil wir immer wieder Treffen organisiert haben. Wir hatten ja ein bis zweimal im Jahr Treffen mit verschiedenen Fechtgruppen, auch außerhalb unseres direkten Horizonts und haben dann immer wieder gegenseitiges Schnuppertraining ermöglicht, also zum Beispiel auch die lebendige Schwertkunst, die zu uns gekommen ist, etwas aus ihrer Lehre unterrichtet hat und wir haben etwas unterrichtet und wir haben versucht eben Gemeinsamkeiten zu finden und uns besser kennenzulernen. Kann das sein, dass Herbert Schmidt auch bei diesen ersten Treffen in München schon dabei war? Ich glaube nein. Okay. Aber also ich bin, also bei diesem einen Treffen, das mir jetzt im Kopf vorschwebt, glaube ich nicht. Ich weiß, dass Thorsten Schneier vor einiger Zeit mal ein Foto herausgezaubert hat und im Internet veröffentlicht hat. Ich habe das jetzt leider nicht parat, von den Leuten, die da tatsächlich anwesend waren. Und das war also eine sehr überschaubare Gruppe damals. Also bei Olli hat, als wir mit ihm über die Anfänge von Dreinschlag und so erzählt haben, auch eben von diesem Treffen geredet. Und ich habe das schon ein paar Mal von verschiedenen Leuten gehört, dass das so ein, ja, so eine Initialzündung einfach auch war, weil von da aus hat man nicht nur gewusst, so diffuses, es gibt diese Leute, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, sondern man hatte ein Gesicht vor den Augen und das waren ja nicht irgendwie Einzelpersonen, sondern Leute, die jeweils Gruppen hatten oder vielleicht am Aufbauen waren oder kurz davor standen. Das war ja schon so ein, ja, so ein Ding, was ein bisschen die Dynamik dann in Deutschland auch erst so richtig befeuert hat oder auch in Deutschland und Österreich jetzt bei dem Fall. Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass wir uns nach diesem Treffen eben immer häufiger auseinandergesetzt haben, Quellen ausgetauscht haben. Gerade die Quellenlage war ja damals noch sehr, sehr kritisch. Also bevor wir jetzt tatsächlich in die Bayerische Staatsbibliothek kamen, um diese Quellen direkt zu bekommen, war es ja tatsächlich so, dass wir von amerikanischer Seite ja zum Teil so Schnipsel von Quellen erhalten haben. Also John Clemens hatte damals sehr gute Kontakte zu verschiedenen Leuten in der HEMA-Szene, die dann immer wieder mal auch
verschiedene Quellen ihm geschickt hatten. Und er konnte sie natürlich nicht lesen, also hat er sie an deutschsprachige Fechter geschickt, um sie zu übersetzen. Aber halt nicht in ihrer Gesamtheit, sondern immer nur einzelne Seiten. Vielleicht, um nicht alle Informationen weiterzugeben, ich weiß es nicht. Aber so haben wir uns dann immer wieder zwischendurch getroffen, was hast du bekommen, was hast du bekommen. Und wir haben dann versucht, das Ganze zusammenzusetzen. Das ist ja spannend, das wusste ich nicht, dass John Clemens da so eine zentrale Rolle auch gespielt hat. Er war, so sehr sich das später dann geändert hat, ursprünglich also sehr wichtig für die internationale HEMA-Szene, muss man wirklich sagen. Er hat durch diese Homepage sehr viele Leute zusammengebracht und auch durch seine Vorführungen bzw. Vorträge, denke ich auch mal, viele Leute motiviert. Denn das ist, glaube ich, ein großes Talent von ihm gewesen, Leute zu motivieren und heiß zu machen auf das Ganze. Hast du ihn denn mal persönlich getroffen oder war er mehr als das eine Seminar in Deutschland? Hans und ich waren mal in Amerika und waren bei einem Treffen der Hacker in Upstate New York. Ich weiß nicht, ob es da dann schon ARMA geheißen hat, weil irgendwann haben die dann ja ihren Namen in ARMA geändert. Mhm. War auch also eine sehr interessante Zeit. Die haben ja auch eine andere Herangehensweise an das Ganze gehabt. Die haben sehr viel Freikampf betrieben mit Polsterwaffen auch, also mit selber gemachten Polsterwaffen. Da war bei uns also der Freikampf noch nicht so weit entwickelt, wie er jetzt ist. Und ja, Turniere hat es sowieso noch nicht gegeben. John Clemens gibt es ja auch noch. Der hat einen YouTube-Kanal und lädt da auch immer noch Videos hoch. Zugegebenermaßen keine so Flat of My Strong Videos mehr mit Meme-Potenzial, aber der ist noch fleißig dabei und sieht auch noch ganz fit aus, obwohl er ja auch schon nicht mehr der Jüngste sein kann. Ja, ich denke mal, der ist sehr begeistert von der ganzen Geschichte und wird das nicht aufgeben. Er polarisiert halt. Und das macht manches schwierig. Mehr möchte ich jetzt dazu eigentlich gar nicht sagen. Okay. Dann kommen wir von den Gründungstagen, Gründung OX, Gründung HEMA-Welt Deutschland, mal zu den weit bekannten, deutschlandweit berühmten Agilitas-DVDs. Oder für die, diese nicht als DVD kennen, gibt es ja auch als YouTube-Video jetzt. Das sind die Herren in Orange. Ich glaube eigentlich, die meisten Leute, für die waren das eher der Agilitas DVD-Rip. Ja. So dieses, wir haben kein Geld als Studenten, oh Gott, woher kriege ich die denn jetzt? Ich meine, die sind inzwischen auch gar nicht mehr so, also jetzt kosten sie irgendwie 20. Ich habe aber mal in Erinnerung, dass sie deutlich teurer angefangen haben. Oder täusche ich mich da? Die waren ursprünglich teurer und natürlich hängt es auch davon ab, welche der DVDs man betrachtet. Einzelne sind relativ lang, manche sind etwas kürzer und dadurch unterscheidet sich auch der Preis von der einen zur anderen. Wann habt ihr dieses Projekt angefangen? Das erste DVD-Projekt, denke ich mal, war 2002, 2003. Also wenn ich mich recht erinnere, ist 2003 die erste Langschwert-DVD rausgekommen. Tatsächlich hatten Hans und ich schon vorher Kontakt zu einer Videofirma und wir hatten eine VHS-Kassette herausgebracht in sehr, sehr kleiner Auflage. Durch das ist dann Agilitas auf uns aufmerksam geworden, hat uns angesprochen. Wir wollten dann mit uns eine DVD machen. Witzigerweise, ich bin gerade mal auf das über uns gegangen, auf der Agilitas-Seite. Ihr seid da ja beim Team gelistet, also als Autoren. So der Hans, du, der Olli Walter, Roland Warczeka, Harald Winter, André Schulze. Ja. Aber das geht alles auf den Roman Bükow zurück, der das tatsächlich dann auch gemacht hat und die Webseite und die ganze Logistik dahinter. Also Jirka Bükow ist wesentlich daran beteiligt. Also der hat im Endeffekt die Interpreten oder die Akteure zusammengebracht. Und zusammen mit einer örtlichen Videofirma oder Filmfirma eben dieses Agilitas-Projekt ins Leben gerufen. Also mit Dembach Video Productions. Wie lange dauert das denn? Also
das Erste, was er gemacht hat, war ja die Lange Schwert-DVD von, wann war die? Ich hatte mich irgendwo notiert. 2003. 2003, genau. Von Anfang bis zum Ende dauert das sehr lange, denn es ist natürlich, es ist trotz allem ein Hobby. Also muss man es halt neben Beruf und Familie machen. Und es beginnt damit, dass man im Endeffekt sich Gedanken macht darüber, was will ich denn reinbringen. Dann versuche ich einen Drehplan zu schreiben mit den einzelnen Szenen, mit dem Text hinterlegt, Beschreibung, was in der einzelnen Szene vorkommen soll, das dann ja einigermaßen übereinstimmen soll, in die richtige Reihenfolge bringen, dass man es auch entsprechend drehen kann und dann das Ganze erst abdrehen. Also der Dreh an sich ist in für eine DVD in 3 Tagen normalerweise erledigt, aber das Drumherum ist sehr, sehr aufwendig. Also zunächst schon mal das Skript erstellen und später dann auch aus einer Vielzahl von Takes die richtigen raussuchen, dann mit dem Timecode auch die richtigen Momente rausfiltern, was jetzt tatsächlich in die DVD rein soll, mit dem Text abstimmen, dann auch mit dem Sprecher nochmal zusammenarbeiten, den Sprechertext richtig zu gestalten und das Ganze dann irgendwann auch nochmal zu übersetzen. Also es ist ein enormer Aufwand. Und ehrlicher gesagt, wenn man den Nutzen daraus sieht, also den finanziellen Nutzen, dann ist es eigentlich nicht wert. Also das heißt jetzt, diese Schritte hast alle du gemacht. Also du hast das Drehbuch sozusagen geschrieben und die Planung gemacht, wie du das alles aufbauen willst. Und du warst dann hinterher auch beim Schnitt dabei, zu sagen, das ist das Take, was ich gerne hätte. Also diese, richtig verstanden? Im Großen und Ganzen, ja, zusammen mit Hans haben wir dieses Drehbuch, nennen wir es mal so, verfasst. Teilweise habe ich es auch alleine verfasst, je nachdem, mit welcher Folge wir uns auseinandersetzen. Dann haben wir das gemeinsam abgedreht und dann ist der komplette sind alle Takes zu uns gekommen und wir mussten heute sichten und gemeinsam die richtigen Szenen auswählen, nochmal einschicken, dann wird das Ganze geschnitten und anschließend, also das machen wir nicht selbst, aber wir wählen heute halt die entsprechenden Szenen aus, die dann halt derjenige, der für den Schnitt verantwortlich ist, dann einbaut und ja, anschließend schicken wir den Text an den Sprecher, der Sprecher spricht es entsprechend ein und dann wird es zusammengeschnitten, was wir Gott sei Dank nicht machen müssen, sondern das macht die Videofirma. Okay, das mit dem Finanziellen wäre, glaube ich, ganz spannend, wenn du da nochmal drauf eingehst, weil wir haben jetzt ja mit Dirk auch schon geredet, Hagedorn, und der hat ja auch gemeint, obwohl der ja sozusagen die Standard-Transkription, den Peter von Danzig rausgebracht hat, den ja irgendwie jeder hat und ja auch, also nicht irgendwie der ganze Verein holt sich eine DVD, sondern die meisten holen sich ja eigene Bücher oder zählen für den Verein oder was auch immer. Sind da nicht so wahnsinnig viele verkauft worden? Also schon ein paar tausend jetzt inzwischen, aber das ist ja auch schon sehr lange raus. Weißt du, wie viele da bei den Gelitas DVDs verkauft wurden? Kann ich dir leider nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ich habe mich da auch, ich meine, da kriegen wir immer teilweise vierteljährlich beziehungsweise halbjährlich eine Abrechnung und ich addiere das nicht. Also das läuft halt nebenbei mit und also ich kann es bei bestem Willen nicht sagen. Aber es ist überschaubar. Und es ist leichter, wenn man was publiziert, das im englischsprachigen Raum ist, da kann man etwas mehr verkaufen, aber im deutschsprachigen Raum ist das sehr überschaubar. Und du hast aber ja nicht aufgehört. Also das klingt, das, man könnte jetzt ja denken, naja, das macht man halt einmal, denkt sich, oh Gott, das war ein Riesenaufwand, so richtig was rauskommt bei nicht. Aber ihr habt ja noch mehrere Sachen gemacht. Es gab ja dann vom Langen Schwert einen zweiten Teil, es gab noch 2 Messer-DVDs und sogar 2018 ist dann für, also mich zumindest relativ überraschend, noch die Bardizzo-DVD rausgekommen, wo ich schon dachte, Aquilitas TV gibt es schon lange nicht mehr, die verkaufen halt noch die DVDs, die sie da haben und das war's dann. Was ist denn deine Motivation, dass du das immer weitergemacht hast über die Jahre auch? Oder was wolltest du damit erreichen? Also meine Hauptmotivation mit allem, was ich mache, sowohl mit den DVDs wie auch mit den Seminaren, ist eigentlich, Leute zu interessieren und Leute an HEMA und an verschiedene Varianten von HEMA heranzubringen.
Ich finde, es ist eine sehr spannende Geschichte, wie wir mit unserer eigenen Kampfkunst umgehen lernen. Und je mehr Leute das machen und je mehr Leute wir dafür interessieren können, umso besser. Du hast ja, ihr habt ja 2002, 2003 mit der ersten angefangen. Das war sozusagen 3-4 Jahre nach deinem HEMA-Erstkontakt. Was war der Grund für euch, dort eine DVD herauszubringen? Also in einer Szene, die, wie soll ich das beschreiben, die sehr empfindlich reagiert, wenn ihr jemand vorkaut, wie irgendwie Interpretationen auszusehen haben. Das war zu dieser Zeit gefühlt noch nicht so. Ich denke mal, wir alle waren hungrig nach Lehrmaterial, nach Informationen. Und das war eine Möglichkeit, Informationen an den Mann zu bringen und zu verteilen. Es war auch in der Kampfkunstszene zu dieser Zeit auch wesentlich üblicher, Lehrvideos oder Lehr-DVDs zu machen. Das ist heute auch nicht mehr so üblich, aber zu dieser Zeit war auch in der asiatischen Kampfkunstszene ein Boom, Lehrvideos, Lehr-DVDs zu drehen. Also das ist mit Sicherheit auch aus dieser Richtung rübergeschnappt. Das heißt, ihr habt dort die Interpretationen vorgestellt, die ihr euch in den Jahren zuvor angeeignet habt? Im Großen und Ganzen ja. Wobei das natürlich wie mit jeder Interpretation nur eine Momentaufnahme ist. Aber wenn man ständig nur daran denkt, ja, aber in einem Jahr oder in einem halben Jahr schaut es vielleicht anders aus, dann wird man nie etwas publizieren und man wird nie Leute interessieren können, sondern man muss einfach mal, egal ob mit einem Buch, mit einer DVD oder irgendwas, mal sagen, okay, das ist der jetzige Stand der Dinge, damit gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit, schaut euch das an, was haltet ihr davon, vielleicht hilft es euch. Meinst du denn, du hast das Ziel erreicht, was du vorher nanntest, also dass du Leute für HEMA begeistern konntest, die dafür, also die auf der Kippe standen oder vielleicht noch gar keinen Kontakt hatten? Ich glaube ja, weil ich immer wieder mal vereinzelt mal Rückmeldung erhalten habe auf Seminaren und so. Ach, weißt du, deine DVD oder eure DVD, das war für mich der Starter. Ich habe irgendwo im Internet oder so gefunden, das gibt's. Dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich Interesse gewonnen und habe das dann weitergemacht. Und das freut mich. Also das ist gar nicht mal so sehr der eigentliche Inhalt war, also wirklich die Stücke und deren Vermittlung, sondern quasi das Wecken des Interesses, was dann durch die DVDs geschaffen wurde. Natürlich wollten wir auch unsere Interpretation rausbringen, veröffentlichen, an den Mann bringen. Und es gibt ja da nicht sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu veröffentlichen. Man kann es entweder in Buchform machen oder halt in Videoform. YouTube zu dieser Zeit war, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon gegeben hat, ich glaube eher nein. Auf alle Fälle war das nicht als valide Möglichkeit vorhanden und so haben wir das auf diese Art und Weise gemacht. Und das war natürlich eine Art und Weise, eben unsere Herangehensweise vorzustellen, gleichzeitig aber auch möglichst viele Leute von der Sache zu begeistern. Zu dem Thema, möglichst viele Leute von der Sache zu begeistern. Ihr habt ja 2003 in Bayreuth auch ein Event abgehalten, was nicht gerade nur lokales Couleur angezogen hat, oder? Ja, wir hatten ein Festival der deutschen historischen Kampfkünste geplant und dann tatsächlich auch durchgeführt, wenn es auch einige kleine organisatorische Schwierigkeiten gab. Das war ein toller Erfolg. Wir hatten Leute aus ganz Europa. Das war sehr schön und das hat auch einen netten Kickstart für die deutschsprachige Szene gegeben. Also viele von den HEMA-Größen, die man auch heute noch kennt, eben Dreinschlag, Matt Easton, David Rawlings, Matt Gallas, waren alle hier
und haben sich eben weiter vernetzt, getroffen, ihre Sachen gezeigt und den Grundstein für weiteres gelegt. Ja, das ist ja, also 2004 war das erste Drein-Event, das heißt, das war quasi das Jahr davor, aber das hat nicht überlebt bis heute, sagen wir mal. Nein, hat es nicht, nachdem es eben in Bayreuth damals einiges an organisatorischen Schwierigkeiten gab, war der Drang, das im nächsten Jahr gleich zu wiederholen, nicht gar so groß. Und nachdem ja der Drein-Event entstanden ist, als immer mehr gewachsene und dann schließlich eine riesige Veranstaltung der deutschsprachigen Szene, hatten wir eigentlich keine Notwendigkeit gesehen, das weiter zu betreiben. Zunächst. Es hat ja dann, also es gab ja zwischendurch noch das Worldwide Open Longsword von Colin Richards. Ich war da nie. Ja. Ich habe zumindest gehört, dass das noch eine relativ große Veranstaltung war. Ja. Und dann war eine lange Lücke und dann ist erst wieder das Sword Trip Gathering als großes deutsches Event entstanden. Gab es da in der Zwischenzeit noch irgendwas oder waren das im Wesentlichen die Sachen, die es gab? Also es gab keine großen Events, aber es gab sehr viele kleine Lehrgänge und Seminare. Ich spreche jetzt hauptsächlich von München, das hat es sicher woanders auch gegeben. Wir haben Seminare veranstaltet von Ox München aus mit Matt Easton, mit Dave Rawlings, mit Bart Waldsack, Colin Richards, mit der Lineker School of Defense. Also wir haben uns schon immer bemüht, Leute aus verschiedenster Couleur, verschiedenster Herangehensweise zusammenzubringen, um von ihnen zu lernen und vielleicht auch ihnen etwas mitzugeben. Wir haben in München auch regelmäßig Treffen mit anderen Vereinen organisiert, speziell aus dem deutschsprachigen Raum, um sich besser kennenzulernen. Zum Beispiel mit Reinschlag oder auch mit der lebendigen Schwertkunst. Diese Treffen haben darin bestanden, dass wir uns für ein Wochenende getroffen haben und die Hälfte der Zeit hat der eine Verein unterrichtet, die andere Hälfte hat der andere Verein unterrichtet und hat irgendein Thema vorgestellt, das ihm am Herzen lag. Das haben wir mit Ars Gladi auch mal gemacht, als wir angefangen hatten. Wie lange habt denn ihr das gemacht in München? Schwierig zu sagen, aber ich denke mal, dass das schon 6, 7, 8 Seminare waren. Also eins pro Jahr dann, oder? Es ist auf eins pro Jahr. Ich denke mal, ein, zweimal waren es auch zweimal pro Jahr, also halbjährlich. Aber ja, sagen wir mal einmal pro Jahr in etwa. Okay, also dann so bis 2005 vielleicht, 2006 ja, sowas. Könnte sich hingehen, ja. Macht ihr sowas heute auch wieder? Denn also so wie du es jetzt beschreibst, ist das ja eine sehr schöne Art des vereinsübergreifenden Trainings. Irgendwie hat sich das totgelaufen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass man das eigentlich wieder ins Leben rufen sollte. Aber irgendwie waren zu viele andere Projekte im Weg. Sei es jetzt mit der Übungsleiterausbildung oder auch mit anderen Projekten. Ich weiß auch nicht, ob man das heute noch macht, weil du hast ja so viele Angebote an deinen eigenen Standorten und die sind ja auch so gut geworden mittlerweile, dass ich den Eindruck habe, der Großteil jedes Vereins ist eher reisefaul und die lassen sich vielleicht noch mitschleppen, wenn es jetzt im nächsten Dorf ist oder wenn es nur quasi zwei Vereine gibt, die sich treffen, aber so, dass du da wirklich irgendwie einen Großteil der Leute mobilisierst, irgendwo hinzufahren. Selbst wenn es nur eine Stunde oder zwei ist, habe ich irgendwie nicht so den Eindruck, dass das heute noch so leicht ist. Ich weiß nicht, ob es damals leicht war. Also ich gebe dir recht, die Reisefreudigkeit hat sehr, sehr gelitten. Wenn ich daran denke, wie aktiv alle waren, also sowohl von Ox als auch von anderen Vereinen zu dieser Zeit. Wir sind nach Dijon gefahren, jedes Jahr. Wir waren in Wien, wir waren sonst wo. Und heutzutage ist es wirklich schwierig, Leute zu motivieren, auf Events zu fahren. Teilweise liegt es vielleicht darin, dass sich auch die Szene verändert und die Herangehensweise der Szene. Damals war mehr das Interpretieren oder das Wissen erarbeiten im Vordergrund. Jetzt sind schon viele Sachen interpretiert. Ich meine, wenn, dann gibt es vielleicht noch Kleinigkeiten, die verändert oder abgestimmt sind. Jetzt geht es mehr um die Anwendung nach vorne zu bringen. Und das ist eine andere Phase. Vielleicht damals die Leute waren neugieriger auf Neues, während heutzutage halt eher die Turniere im Vordergrund stehen und andere Leute anziehen
oder ein anderes Interesse anziehen. Wobei ich da ja sagen würde, dass da auch eine gewisse Reisebereitschaft vorausgesetzt werden muss, wenn man nicht nur ein lokales Turnier fechten möchte, sondern aber sozusagen der Inhalt solcher Treffen verschiebt sich dann hin zu eher turnierlastigeren Sachen. Genau. Damit hast du was am Hut oder weniger? Mit Turnieren an sich? Ja. Also ich finde Turniere sehr wertvoll. Turnierteilnahme ist sehr an mir vorbeigegangen. Ich denke mal, ich nehme auch deswegen nicht an Turnieren teil, weil ich mich sehr stark darauf vorbereiten müsste, denn ich könnte sehr schwer damit umgehen, mittelmäßig zu fechten, und diese Zeit, mich wirklich vorzubereiten, die habe ich nicht. Ich glaube, dass Turniere eine sehr wichtige Phase heutzutage sind, und ich versuche, die Leute zu motivieren, auf Turniere zu gehen. Wir sind in einer Phase, wo wir eben über das Erarbeiten der Technik hinaus sind, und wir brauchen jetzt die Anwendung. Die muss in Form von Turnieren, aber auch in anderen freien Gefechten erfolgen. Mir persönlich ist es etwas sympathischer, das Ganze etwas lockerer zu gestalten im Sinne von Fechtschulen. Aber ich finde auch Turniere mit einem Wettkampfgedanken dahinter sehr wertvoll. Das ist vielleicht auch der richtige Moment, mal einzuwerfen. Wer jetzt sich denkt, ach, der hat vor 20 Jahren schon HEMA gemacht, der hat jetzt so einen großen grauen Rauschebart und sitzt hier mit dem Krückstock vor dem PC, dem ist nicht so. Du bist noch zarte 49 Jahre alt, also nicht mehr Anfang 20, aber schon so, dass man körperlich auch noch solche Dinge tun könnte, wenn man denn wollte. Aber wäre das für dich ein Faktor? Also ist es ein Faktor zu sagen, naja, vielleicht lasse ich es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen? In mancher Hinsicht vielleicht, ja. Aber ich bin nie so richtig in das Ganze reingekommen, und meine Motivation liegt woanders, muss ich sagen. Ich sag mal, wenn man ein Turnier für dich veranstalten wollte, dann müsste man ja auch ein bisschen mehr bieten. Also man müsste zuerst ringen, dann dolchen, dann mit dem langen Messer fechten, mit dem langen Schwert, mit Stangenwaffen, mit Rapier, Hofdegen, Säbel und nicht zuletzt natürlich noch Kampf, also Boxkampf und Spazierstockfechten anbieten, damit du dich nicht langweilst, oder? Das hört sich jetzt etwas seltsam an, aber es stimmt tatsächlich. Für mich ist es immer wichtig, also mein Fokus ist, die Entwicklung des historischen Fechtens in Deutschland nachzuvollziehen. Und da war es für mich schon immer wichtig, verschiedene Waffen zu kennen und die Prinzipien, die dahinter stehen, auch kennenzulernen und die Entwicklung nachvollziehen zu können. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, findet man viele Prinzipien, die man in zum Beispiel im Langschwert des 15. Jahrhunderts hat, auch noch im Säbel des 19. Jahrhunderts, wenn man jetzt rein einmal auf die deutschen Quellen geht. Und das finde ich sehr spannend. Und tatsächlich wird mir leicht langweilig. Da gebe ich dir recht. Findest du das in der Tat überraschend, dass diese Prinzipien unverändert sind? Denn ich hätte jetzt gesagt, mit einer Hieb-, Stich- und Schnittwaffe kann man dann nicht so viel anderes machen, außer hauen, stechen und schneiden. Ja, aber wenn man jetzt mal international mal zum Beispiel auf asiatische Kampfkünste geht oder in verschiedenen anderen Landstrichen, da gibt es doch wesentlich größere Unterschiede, meines Erachtens, als die historischen Kampfkünste mit zum Beispiel den modernen Sportfechten haben. Also da sieht man noch deutlich wesentlich mehr Parallelen, als man jetzt zum Beispiel sehen würde, wenn man jetzt das deutsche Langschwert mit dem japanischen Schwert der Kamakura-Periode vergleicht oder wie auch immer. Da sehe ich deutlich mehr Ähnlichkeiten im Sportfechten von den Prinzipien her. Natürlich ist es eine andere Waffe, ganz klar. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, die Timing-Geschichten, die sind bei uns in Europa auch damals schon sehr im Vordergrund gestanden. Und zumindest bei denen, die ich so kennenlernen konnte, den asiatischen Kampfkünsten, ist das nicht oder zumindest in anderer Weise vorhanden.
Ein Beispiel dafür wäre ja auch, weil du ja auch meintest, du hast Eskrima gemacht. Da wird ja bei vielen von den philippinischen Stockkampfstilen, gibt es ja in der Form so gut wie keinen Zufechten, sondern die fokussieren sich irgendwie ganz krass auf den Krieg, wohingegen bei uns bei den historischen Sachen ja der Schwerpunkt immer auf den Zufechten liegt. So, ich habe auch diesen Moment des Belauerns und mal irgendwie den anderen austesten, was wahrscheinlich von einem anderen Kontext herrührt. Aber das wäre so ein Beispiel von einem ganz, ganz unterschiedlichen Fokus an der Stelle, oder? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt zwar einzelne philippinische Kampfkünste, die auch eher die Zufechtenphase beinhalten, aber das, was man halt so typischerweise kennt, die Stile beschäftigen sich hauptsächlich in der mittleren bis nahen Distanz. Was man sagt, das ist bei uns eher ja der zweite Phase, wenn die erste Phase schon eher schief gegangen ist. Und die Art und Weise, wie man sich sicher in diese Distanz bewegt, wird bei vielen philippinischen Kampfkünsten nicht so sehr behandelt. Oft wird es dann auch wieder neu interpretiert oder neu gefunden, wie man bei den Dog Brothers zum Beispiel sieht, die auch mit ihrer neuen Auslegung der Distanzen in den philippinischen Kampfkünsten was Neues reingebracht haben, das ursprünglich dort nicht vorhanden war. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man philippinische Kampfkünste, also die etwas traditionelleren, etwas näher betrachtet, dann findet man durchaus wieder europäische Einflüsse. Was aber wahrscheinlich ja zu weit führt, hier das etwas näher auszuführen, obwohl es eine sehr interessante Thematik ist. Ja, die Dog Brothers, das, was die machen, sieht ja auch viel ähnlicher aus zu HEMA als das, was man sonst so von den philippinischen Kampfkünsten kennt. Und nicht zuletzt, weil die Leute auch Fechtmasken aufhaben. Aber auch die ganze Art und Weise, wie mit den Distanzen gearbeitet wird. Ja, die haben halt durch diese starke Vollkontaktarbeit durchaus die Notwendigkeit gesehen, eben eine Möglichkeit zu finden, sicher in diese typisch philippinischen Distanzen ranzugehen. Die meisten philippinischen Kampfkünste unterscheiden ja zwischen einer weiten, mittleren und nahen Distanz, wobei sie diese Übergänge nur sehr marginal gestalten. Und diese weite Distanz, das ist für sie meistens die Möglichkeit, wo man die Hand treffen kann mit einem Stock oder mit der Klinge. Aber die Distanz, die eigentlich etwas weiter weg ist, wo man eben den Eingang vorbereitet, das wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und da waren die Dog Brothers eben einige der ersten, die das etwas ja, intensiver behandelt haben. Da können wir jetzt aber eigentlich auch einen netten Übergang nochmal machen zu den Urgesteinen der deutschen HEMA-Szene. Wie war denn das damals? Also gerade dadurch, dass es ja noch weniger Sachen gab, auf die man sich schon geeinigt hatte, so ein Jahr ungefähr so in der Art, das ist dann wohl in Zornhau, hat es ja noch viel mehr eine Rolle gespielt, welchen Hintergrund kämpferisch die Leute hatten, also wo die Vorerfahrungen und auch Vorerwartungen mitgebracht hatten. Zumindest würde ich mir das jetzt so vorstellen. War das dann irgendwie einfacher oder schwieriger als heute, sich mit den Leuten zu verständigen, weil halt der eine aus dem Kung-Fu kam, der andere aus dem Jiu-Jitsu und noch einer aus dem Boxen, dann irgendwie das auf eine gemeinsame Basis zu bringen, auch sprachlich und von den Ansätzen her? Das war zum Teil durchaus herausfordernd, gerade weil das erste oder die ersten Fechtbücher, die bei uns publiziert waren, das waren halt Thalhofer, schöne Bilder, wenig Text. Und bei Thalhofer kann man halt sagen, naja, man kann eigentlich alles rein interpretieren. Je nachdem, welche Kampfkunstvorbildung du hattest. Hattest du Aikido-Vorbildung, dann hattest du die Möglichkeit, Aikido zu erkennen. Hattest du Eskrima-Vorbildung, konntest du Eskrima erkennen. Erst die Auseinandersetzung mit den Textquellen hat für uns eigentlich mehr Klarheit gebracht, wie denn das Ganze zu interpretieren ist. Aber es war tatsächlich so, dass man lange Zeit gesehen hat, naja, der kam aus dem Aikido, der kommt aus dem Eskrima. Das ist jedem von uns so gegangen, dass man natürlich alles durch die Brille des Bekannten sieht. Dabei ist es vorteilhaft, wenn man Leute zusammenbringt, die aus verschiedenen Kampfkünsten kommen, weil man dann mit verschiedenen Brillen, verschieden gefärbten Brillen auf das Material schauen kann und dadurch halt einige ja, Missverständnisse vielleicht von vornherein schon ausschließen kann. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man mit Erfahrung aus anderen Kampfkünsten mal rangeht, weil man halt natürlich vergleichen kann und ein bisschen ein ja, gewisses Wissen über die Funktionalität von Hebeltechniken oder so hat. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Gefahr darin, nur die eigene Kampfkunst-Vorgeschichte da durchdrucken zu wollen. Und jeder von uns ist da reingefallen. Und jeder hat
Sachen aus seiner früheren Kampfkunst oder seinen früheren Kampfkünsten reingebracht. Also ich kann mich gut erinnern, manche Eskrima-Geschichten, die waren für mich sehr wichtig, die habe ich zunächst reingebracht, dann habe ich es wieder verworfen, dann habe ich gemerkt, na ja, eigentlich sind sie doch wieder nicht so, so weit von dem Ganzen weg, nur muss ich es halt auf eine andere Art und Weise betrachten. Also gefühlt bin ich immer wieder hin und her gesprungen zwischen dem Vorwissen, dem Neuen, um mich dann halt an das anzunähern, wie ich es jetzt sehe. Wie es in 10 Jahren sein wird, naja, mal schauen. Jetzt hatte ich ja vorhin schon erwähnt, du bist Polizist und hast da auch eine Nahkampfausbildung bei der Polizei. Und du meintest vorhin, dass einige HEMA-Techniken auch auf der Straße funktionieren würden. Hat dir das was gebracht, dieses Wissen darum, auch für die Interpretation? Durchaus. Wenn man jetzt die modernen Zugriffstechniken bei der Polizei ansieht, dann gibt's deutliche Parallelen zu dem, was man im deutschen Ringen sieht. Also manche, wenn ihr euch vielleicht Thalhofer mal vergegenwärtigt, da gibt's eine Position, wo eine Person von 2 Leuten abgeführt wird mit Kontrolle am Arm. Das wird sehr ähnlich heutzutage auch noch gemacht. Und aus dieser Position, aus diesen Positionen ergeben sich manche Geschichten. Manche der Hebeltechniken funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut. Also aus den historischen Quellen aus Thalhofer. Und natürlich, wenn man ein bisschen, ich meine, es ist bei der heutigen Polizei in Deutschland Gott sei Dank nicht so, dass man jetzt ständig irgendwie kämpfen muss. Also da darf, glaube ich, jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Der übliche Polizist, der hat natürlich eine gewisse Erfahrung in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einzelnen Leuten, die halt nicht unbedingt freiwillig mitkommen wollen oder halt, wo man halt irgendeine Handlung unterbinden muss. Aber es ist Gott sei Dank relativ selten, dass man jetzt aktiv angegriffen wird. Aber allein die Auseinandersetzung mit einer gewissen Gefahr, die immer im Hintergrund ist, prägt natürlich ein wenig. Und ich denke schon, dass das hilfreich war. Und auch tatsächlich mal zumindest Hebeltechniken oder Wurftechniken gegen einen Gegner einzusetzen, der jetzt nicht darauf vorbereitet ist, nicht kooperiert, ist eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist, ja. Das ist also eine Art Bullshit-Filter für Interpretationen durchaus. Ja, wobei es natürlich, da der HEMA, das HEMA-Spektrum ja hauptsächlich Waffen beinhaltet, die Schnittmenge mit dem, was man bei der Polizei oder auch jetzt in der modernen Selbstverteidigung tatsächlich an Anwendung erfahren kann, sehr, sehr gering ist. Mhm. Also man muss da jetzt wirklich hauptsächlich das Waffenlose sehen oder halt mal die Tatsache, dass man sich allgemein in einem Konflikt befindet, der vielleicht auch gefährlich oder vielleicht sogar lebensgefährlich sein könnte. Weil meistens ist es ja nicht so, dass man tatsächlich in Lebensgefahr ist, aber die Möglichkeit ist da, die Unsicherheit. Ja, also ich meine, es gibt ja so irgendwie ein paar wenige Gruppen, die tatsächlich noch regelmäßig mit Gewalt konfrontiert sind in unserer Gesellschaft. Männliche Jugendliche bis so Mitte 20 ungefähr und halt Polizisten, Leute, die in Gefängnissen arbeiten, Soldaten natürlich. Ja, wobei da natürlich der Kontext nochmal anders ist im Vergleich zu Polizisten und Leuten, also Gefängnisaufsehern. Also es ist ja schon nicht so, dass es allzu viele Leute gibt, die da irgendwie regelmäßig Erfahrungen mitgemacht hätten. Vor allem nicht, nachdem sie über diese ganze Pubertäts-, ich muss mich beweisen Phase hinaus sind. Also da ist man ja als Polizist schon ein bisschen in einer besonderen Position auch. Ja, als Polizeibeamter hat man das Recht, aber gleichzeitig auch die Pflicht, tatsächlich auch körperlich das Recht durchzusetzen. Was ja in letzter Zeit ist ja natürlich auch in den Medien entsprechend, kommend aus den USA, sehr thematisiert und zerrissen worden. Aber ja, man wird damit konfrontiert und man kann auch nicht unbedingt darauf verzichten. Du gehörst aber bei der Polizei nicht zu einer berittenen Staffel, oder? Nein, durchaus nicht. Gott sei Dank nicht. Das heißt, diesen Teil betreibst du nur in deiner Freizeit? Genauso. Also du bist da Nachdem, wie ich vorher schon gesagt habe, mir schnell langweilig ist, bin ich mittlerweile auch auf die Reiterei und dabei auch ein wenig auf die historische Reiterei gekommen. Da
muss ich mich bei meiner Tochter bedanken, denn die war schon in den frühesten Jahren sehr von Pferden begeistert und die hat dann dafür gesorgt, dass die ganze Familie sich mit Pferden beschäftigt. Was heißt historische Reiterei? Wer jetzt meint, im Fechten gibt es viele historische Quellen, der muss sich erstmal mit der Reiterei auseinandersetzen, denn tatsächlich war die Reitkunst mindestens genauso populär wie die Fechtkunst und genauso ist auch sehr viel über die Reitkunst publiziert worden. Durch das Reiten und das Beschäftigen auch mit der Historie des Reitens hat sich wieder eine total neue Welt aufgetan, wieder Quellen und Bücher zu finden und diese auch ja, zu sammeln und vielleicht manches auch anzuwenden. Daraus nur Teile davon beschäftigen sich mit der kämpferischen Reiterei, das meiste halt mit der grundsätzlichen Reiterei. Hast du dir da mit einer historischen Quelle Reiten beigebracht oder schon mit modernen Reittrainern? Also es wäre jetzt sehr schwierig, sich autodidaktisch aus Reitbüchern das Reiten anzueignen. Also ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist schwierig. Und ich denke, jeder, der sich jetzt ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, hat auf eine andere Art und Weise Reiten gelernt. Und ähnlich wie im Fechten lernt man nie aus. Also sprich, es gibt da kein ich kann reiten oder ich kann fechten, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, indem man versucht, an sich zu arbeiten und besser zu werden in der einen oder anderen Weise. Du hast ja auch einen Harnisch und du hast ja durchaus auch den Harnisch schon mal in Pferde angehabt, womit man auch in einer, du stehst in guter Tradition unserer Gäste, die ja zu einem signifikant hohen Anteil, also wesentlich überdurchschnittlich im Vergleich zum Schnitt der HEMA-Szene an sich, Harnische besitzen. Hast du erst geritten und dir dann einen Harnisch geholt oder umgekehrt? Bin zuerst geritten. Genau. Wann hast du damit angefangen? Mit dem Reiten? Ja. Jetzt warte mal, 2010, irgendwo so in dem Bereich. Also, nein, Moment, nein, 2010. Ich denke mal so 2010, 2012 könnte es sein, ja. Ist wieder schwierig zu sagen, meine Tochter hatte Reitstunden und nur dabei sitzen ist langweilig. Irgendwann haben wir halt dann selbst Reitstunden genommen. Wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir das doch mit. Und naja. Was ich ja ganz cool fand, bei uns hat ja eine unserer Fechterinnen auch selber Pferde, reitet auch schon ewig und die wollte auch so ein bisschen den Sprung in das Rossfechten machen. Und dann hatte ich mit ihr so geredet und die wollte halt eigentlich so ein kleines Seminar anbieten für unsere Vereinsmitglieder. Und dann, du, ich kenne da jemand, vielleicht kannst du ja mit dem mal schreiben. Und dann habe ich sie an dich verwiesen, die Julia. Und zumindest so wie ich das richtig verstanden habe, hast du dir ja dann tatsächlich auch die Zeit genommen, mal mit ihr zu telefonieren und so ein paar Sachen durchzugehen, wie man das so macht. Also Leuten, die quasi sonst nicht reiten, so ein bisschen an das ganze Rossfechten ranzuführen und so. Und auch wenn man sich die Liste deiner Projekte so ansieht, ist es ja nicht so, als hättest du irgendwie große Langeweile oder so. Aber ja, das fand ich cool, dass du dir dann die Zeit auch genommen hast, dann da war einfach nochmal jemand, der da irgendwie Lust drauf hatte, so ein bisschen an die Hand zu nehmen, so sagt, guck mal hier, das kannst du uns so angehen. Ich muss sagen, diese ganze Geschichte macht mir sehr viel Spaß und speziell eben Leute für neue Sachen zu begeistern, weil das ist halt einfach sehr, sehr spannend, das Ganze. Auch mit der Reiterei, wir hatten bei uns zweimal Seminare für Kampfkünstler, die noch nie geritten sind, aber die halt mal ausprobieren wollten, wie das denn ist. Und das war sehr, sehr witzig. Wir hatten da einen Teil Reitstunden bei einem lokalen Reitlehrer und einen Teil Techniken, die wir dann in der Turnhalle machten, auch mit Kästen, die wir dann hin und her geschoben sind haben. Und das war sehr, sehr witzig. Da gibt es, glaube ich, auf YouTube auch noch das eine oder andere Video davon. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben immer so ein Sondertraining. Also immer vor Weihnachten und vor den Sommerferien. Dann haben wir auch einmal das Rossfechten gemacht, weil ich kurz vorher die Videos von dir gesehen hatte und das mit den Kästen so clever fand. Wir haben aber nicht so gut aufgepasst. Diese Kästen unten haben ja so Querstreben.
Und wenn man ein bisschen unvorsichtig ist und so nah aneinander vorbeifährt oder die Kästen voneinander vorbeischiebt, reißen die auch mal ab. Das war ein bisschen blöd. Aber wir hatten da glücklicherweise jemand, der mit einem großen Auto da war, wo man das bei ihm in der Werkstatt wieder flicken konnte und dann war das alles wieder okay. Das war schon so ein kurzes, oh, hoppla. Na, Gott sei Dank. Wir hatten das gleiche Problem, aber bei uns sind sie nicht abgerissen. Das sieht man nur einmal in dem Video, dass einen der Reiter praktisch fast nach vorne runterhaut, nachdem die Seitenfüße aneinander stoßen. Hängt vielleicht auch mit der Bauweise dieser Kästenwägen zusammen. Bei uns waren die wirklich nicht gut befestigt. Aber ja. Jetzt haben wir ja schon erörtert, dass du relativ oder einer der ersten warst, die in Deutschland HEMA gemacht haben. Und wir müssen eigentlich noch mal ein bisschen genauer in die Quellengeschichten reinschauen, wie das damals ablief. Genau, das würde mich jetzt auch interessieren. Wie habt ihr euch damals Quellen beschafft? Was gab es damals? Und was war vielleicht anders als heute? Also wie gesagt, initial hatten wir zunächst diese Homepage, der Hacker, wo verschiedene Schnipsel von Fechtbüchern online waren oder auch der Ringeck zunächst in einer englischen Übersetzung von Jörg Bellinghausen vorlag. Und dann sind wir als nächstes zur Bayerischen Staatsbibliothek gegangen und haben uns dort Schwarz-Weiß-Kopien von verschiedenen Fechtbüchern geholt. Was heißt geholt? Die lagen ja da nicht einfach so rum zum Mitnehmen. Nö, man konnte das zum Teil bestellen, beziehungsweise zum Teil musste man halt selbst vor Ort sein und Kopien von Mikrofilmen machen. Wer auch vielleicht noch Mikrofilme kennt, das ist also eine sehr interessante Geschichte, die Gott sei Dank nicht mehr so üblich ist. Heutzutage mit Wichtenauer ist das natürlich eine tolle Sache, jeder hat Zugang zu Quellen, zu Farbquellen und es war damals leider nicht ganz so. Es war ganz interessant, als wir eben in der Staatsbibliothek waren, da gab es auch dann ein Verzeichnis mit den Leuten, die diese Quellen ausgeliehen haben und das war sehr überschaubar, aber ich bin immer wieder über eine Person gestolpert, einen gewissen Matt Gellers, der immer vor mir dran war und ich habe mich immer geärgert, das gibt's doch nicht und den muss ich mal kennenlernen und tatsächlich habe ich ihn dann später auch kennengelernt. Also die Welt war damals schon sehr klein. Und der Zugang zu Quellen war, so wie du das jetzt formulierst, irgendwie einfacher. Also es gab jetzt vielleicht nicht Wichtenauer, aber zu den Originalen, da ist man besser hingekommen, oder? Also speziell in München war es noch leichter, tatsächlich die Originale auch mal in die Hand zu nehmen. Das ist heute auch mehr kaum möglich, weil alles im Tresor liegt und man nur mit ganz speziellen Vorhaben tatsächlich die Handschriften sich anschauen kann. Damals gab es noch die Möglichkeit, im Handschriftenlesesaal tatsächlich sich im Paulus Karl, im Paulus Hector Meyer bringen zu lassen und den auch für eine gewisse Zeit zu betrachten. Und das war schon ein tolles Erlebnis, wenn man sich die Farben ansieht und speziell beim Paulus Hector Meyer, der sieht aus, als ob er gestern erst fertiggestellt wurde, so mit der Farbbrillanz. Es ist wirklich toll, wenn man Geschichte mal wirklich angreifen kann. Und wann ging das dann so los, dass man die als so PDFs, als vollständige Übersetzungen hatte? Also ich weiß dann, als ich angefangen hatte, war es das schon. Da musste man irgendwie die richtigen Leute kennen. Dann haben die einem so eine Haufen PDFs geschickt, wo halt die Transkriptionen drin standen, teilweise mit den Bildern, wenn es denn welche gab. Wann ging denn das da los, dass die wirklich auch in der Menge dann verfügbar waren, dass man jetzt nicht nur mal mit Glück eine gekriegt hat, sondern auch mal so einen ganzen Schwung? Schwierig zu sagen, aber ich denke mal auch, nachdem wir uns dann persönlich getroffen haben, haben wir untereinander dann die Quellen, die wir hatten, geteilt, die halt vielleicht von der Bibliothek kopiert waren. Dann haben wir eben Schwarz-Weiß-Kopien ausgetauscht. Ich weiß noch, meine erste Meyer-Kopie habe ich von Stefan Dieke erhalten. Die ist heute noch bei mir am Fensterbrett, ist sehr, sehr zerflettert, aber es ist irgendwie noch nostalgisch. Und wir haben dann auch eben aus der Staatsbibliothek Kopien bekommen, diese dann wieder geteilt. Und so ist halt das Repertoire Zug um Zug gewachsen. Und
Das durfte man diese Sachen teilen oder war das eher so ein, das sollte man den Bibliotheken vielleicht nicht auf die Nase binden? Naja, Grauzone. Okay. Wir haben natürlich nicht alles geteilt, nur die wir durften. Natürlich, wie das da halt immer so war. Ja. Thema Quellen, du hast ja nicht nur die Quellen selbst transkribiert, hast du, erste Frage, und sondern auch Bücher rausgegeben. Also zum Joachim Meyer, eine Variante von 2012 und jetzt ganz neu wieder ein Meyer-Buch. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu angespornt, das so zu machen? Also grundsätzlich mal begonnen damit, habe ich, um das besser lesen zu können, habe ich natürlich begonnen, das Ganze zu transkribieren und auch selber zu lernen, diese Handschriften zu schreiben. Dann gab es eine Gruppe, die Pragmatische Schriftlichkeit, mit Andy Meyer und verschiedenen Leuten von Ochs und anderen Gruppen, wo wir zusammen dann verschiedene Texte transkribiert haben, zum Teil auch online gestellt haben. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Meyer hatte ich dann zum Teil schon transkribiert, und der ist dann in einer Kooperation mit den Freifechtern auch bei den Freifechtern online gewesen. Und später hat sich eben dann im Zuge der DVDs hat sich ergeben, dass eigentlich Joachim Meyer für mich immer wichtiger wurde als Quelle. Und ich dachte, naja, Meyer wird immer so von den Leuten gedisst in der HEMA-Szene, dass er ja ein Sportfechter ist. Und das hat er meines Erachtens überhaupt nicht verdient. Man muss ihn nur genau lesen. Und irgendwo ist so dann das Projekt oder der Plan gereift, Meyer rauszubringen auf eine verständlichere Form. Denn er ist natürlich in der ursprünglichen Form etwas schwierig nachzuvollziehen, speziell auch, weil die Bilder alle zwar wunderbar sind, aber halt in den Tafeln konzentriert. Und für mich war es wichtig, halt Bilder und Text zusammenzubringen. Und ich dachte, wenn ich mir die Arbeit schon mache, dann kann man das Ganze auch als Buch rausbringen. Und so ist das erste Buch entstanden. Das war dann 2012? Genau. Dann ist es in der Folge leider nicht mehr zum Publizieren des zweiten Teils gekommen, was wir jetzt aber dann in Kürze nachholen werden. Also das hat jetzt mittlerweile zur Neupublikation über Sofa Books geführt, des ersten Teils, der allerdings etwas anders aufgebaut ist als das ursprüngliche Buch. Ich hoffe, in absehbarer Zeit wird dann auch der zweite Teil dort erscheinen. Das heißt, das ist jetzt das Update oder die Neuauflage sozusagen von dem Meyer, den du damals 2012 schon rausgebracht hattest. Genau, also logischerweise, es handelt ja vom gleichen Buch, daher gibt es sehr große Ähnlichkeiten. Auch Teile der begleitenden Artikel sind gleich, aber sie sind natürlich auch etwas abgedatet und mit zusätzlichen Texten ergänzt. Ich dachte mir, ich bin voll klug, ich habe das Buch hier und ich gucke dann so vor dem Podcast rein und lese mal noch deine Bio hier durch, aber über dich steht absolut nichts in diesem Buch drin, habe ich festgestellt, außer am Anfang mal ein Alex Kiermeier auf der Autorenseite. Ja, es geht ja da um Joachim Meyer und nicht um Alex Kiermeier. Meyer mit Kiermeier Teil 2, wann wird das rauskommen? Es ist in Arbeit. Ich würde hoffen, Anfang nächstes, also erste Hälfte nächstes Jahr. Mhm. Und ja, genau, Hinweis an unsere Hörer, wenn mit dem Kauf dieses Buches unterstützt ihr gleich zwei großartige der HEMA-Szene, nämlich den Alex und den Herbert Schmidt, den wir vor einigen Folgen im Podcast hatten. Weil dieser wiederum ja Sofabooks betreibt, wer sich jetzt gewundert hat, wo er diesen Begriff schon mal gehört hat. Das ist auch vielleicht ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für den einen oder die andere Meyer zu Weihnachten. Also ich glaube, ich werde mir das wünschen. Jetzt kriegst du irgendwie 10 Kopien von uns. Ja, genau. Bei der gesamten deutschen HEMA-Szene bekomme ich jetzt Meyer mit Kiermeier. Die ganzen Meyer-Fans, jetzt haben wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn. Ich habe
Noch nie von Björn Rüther noch nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Dieses Jahr könnte es passieren. Der hat ja sogar ein eigenes Meier-Buch, wo über seine Meier-Ansätze und so. Aber man kann ja auch nie genug haben. Man will ja auch irgendwie qualifiziert leisten können. Ja. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo man keinen Zugriff auf Quellen hatte, hatte man ja auch keine Ausrüstung damals. Ausrüstung auf jeden Fall auch noch mal sowas, wo wir reinschauen müssen. Mit was hat man damals gefochten, Alex? Anfangs mit Holzschwertern. Zunächst hatten wir Stöcke, dann hatten wir Holzschwerter. Eines unserer Mitglieder, Walter Neubauer, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, hat dann damit begonnen, Holzschwerter für die Szene zu produzieren, später dann Aluschwerter. Und irgendwann hat es dann die ersten Stahlschwerter gegeben, die fechttauglich waren. Daran hast du ja einen gewissen Anteil, besonders so an freikampftauglichen Stahlschwertern. Ja, ich war schon immer begeistert von diesen, ja, wenn man den modernen Begriff Fechtfedern, also diese Fechtschwerter, die in vielen verschiedenen Büchern abgebildet sind. Und bin damals mit dem europäischen Vertreter von Hanwei in Verbindung getreten. Jetzt werden alle sagen, Hanwei, oh. Aber das war der erste Kontakt und wir haben es tatsächlich geschafft, dass die für uns Fechtschwerter, diese ja berühmt-berüchtigte Hanwei-Feder herstellen. Zwar nicht ganz so, wie wir es wollten, aber immerhin, das war die erste vernünftige Trainingswaffe, die wir hatten, um auch einigermaßen sicher stechen zu können, um historisch trainieren zu können. Woher wusstet ihr, dass es die Fechtfedern gab? Ich meine, die sind zwar abgebildet, aber man könnte das ja auch einfach abtun als, ja, das sind halt Schwerter, passt schon. Und es gibt ja nicht so viele, die tatsächlich noch physikalisch erhalten sind. Woher wusstet ihr, wie das aussehen muss, wie sich das anfühlen muss? Zu dieser Anfangszeit hatte Arno Eckert, das ist ein Schmied, der mit der lebendigen Schwertkunst verbandelt war oder vielleicht auch immer noch ist, eine Replik der Federn im Zürcher Landesmuseum gemacht für den Club dort. Die waren im Endeffekt die ersten, die das hergestellt hatten, allerdings halt auf einem sehr hohen Niveau, würde ich mal sagen, und daher auch sehr hochpreisig und auch nicht für die Verbreitung in der Masse tauglich. Und nachdem ich das dort gesehen hatte und auch eben Maße der Zürcher Federn bekommen habe und Abbildungen von den Zürcher Federn, habe ich dann auf einer Waffenmesse den europäischen Vertreter von Hanwei angesprochen, ob der denn nicht Interesse hätte, sowas für uns zu machen. Und tatsächlich ist dann was daraus geworden. Man muss sich auch diesen Mehrwert erstmal vor Augen halten, denn heute ist man total verwöhnt. Ne? Man kann bei Regenje, man kann bei Sigi, man kann bei allerlei osteuropäischen Händlern im Shop irgendwas kaufen und hat dann noch eine Auswahl an verschiedenen Längen, Gewichten, Biegsamkeiten, das gesamte Programm. Und ihr hattet damals sprichwörtlich nichts, null niente nada davon. Also ihr hattet, ich nehme an, irgendwelche Schaukampfschwerter, die einzelne Schmiede hergestellt haben. Wahrscheinlich auch nicht gerade für den Preis, für den heute so Schwerter, so Bereich 200 bis 300 Euro zur Verfügung sind, sondern man wird wohl für diese handgefertigten Sachen ein bisschen mehr ausgegeben haben müssen. Und quasi für wirklich fechttaugliche Sachen gab es keinerlei Stahlwaffen. Genau, also das, was wir damals an Stahlwaffen bekommen konnten, waren eben, wie du schon sagtest, eher in die Schaukampfkategorie gehend, also sprich relativ steife Schwerter, zum Teil zu schwer und auch falsch ausbalanciert. Und diese Hanwei-Feder war für uns die erste Möglichkeit, einfach auch wirklich mal mit Intent zu stechen und somit den Grund der Fechtbücher auch tatsächlich mal umzusetzen. Und damit man sich bei dem von dir gerade angesprochenen Stich nicht verletzt, bist du ja noch einen Schritt weiter gegangen, denn du hast auch an der ersten Entwicklung von Schutzausrüstung mitgewirkt, von professioneller Schutzausrüstung mit Allstar zusammen, richtig? Ja, genau. Ich habe Allstar kontaktiert, nachdem die ja schon für Fechtmeister
eine etwas erweiterte Schutzausstattung hergestellt hatten, dachte ich mir, das wäre eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, wenn man jetzt die Masken aus dem Eskrima-Bereich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von den Hörern die kennt, die haben also einen relativ langen Latz am Hinterkopf, der allerdings etwas leicht gepolstert ist, mit diesem Fechtmeisterschutz kombinieren würde. Und die All-Star-Leute sind tatsächlich darauf eingegangen, haben dann für uns ein paar Prototypen gemacht. Wir haben ein bisschen mit der Länge experimentiert, wie lang das Ganze denn sein muss. Und dann hatten wir endlich eine zusätzliche Polsterung für die Fechtmaske, denn die hatten ursprünglich schon sehr viele Dellen. einen Schutz für den Hinterkopf und dann auch einen Halsschutz, um wie lange gegen die Stiche besser geschützt zu sein. Wie lange hat das gedauert, dass du da mit All-Star geschrieben hast? Weil wir haben das gleiche Spiel ja mit Ullmann gemacht und das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis sie dann so das ein bisschen satt hatten, dass wir ihnen irgendwie mehrmals im Jahr E-Mails geschrieben hatten mit könntet ihr nicht immer von anderen Leuten. Und wir waren wohl nicht die Einzigen in der HEMA-Szene. Das war eigentlich relativ unproblematisch. Ich hatte dort angerufen und es war, also die Haltung war nicht total ablehnend und ich habe halt dann mal mir die Mühe gemacht, mal so ein bisschen zu schauen, wie viele Leute machen denn zu dieser Zeit historisches Fechten oder HEMA, habe ein bisschen Bildmaterial gesammelt, wie das denn aussehen könnte und habe dann vor Ort mit denen gesprochen und dadurch, dass das eigentlich relativ nah an ihrer eigentlichen Produktionslinie war, war das nicht so das Problem. Also in meiner Erinnerung waren die relativ aufgeschlossen und haben dann schnell das tatsächlich auch gemacht. Es war dann ein bisschen schwieriger mit anderen Projekten, weil wir haben auch mal über Jacken gesprochen und Taschen und so weiter. Das hat sich wesentlich schwieriger entwickelt. Und im Endeffekt ist dann auch aus ein paar Prototypen nichts geworden. Wie relevant war das, wie viele Leute zu diesem Zeitpunkt HEMA gemacht haben? Weil das müssen ja sehr viel weniger gewesen sein als heute. Also für All-Star jetzt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie jetzt tatsächlich verkauft haben und so weiter. Aber ich denke mal, sie haben schon erkannt, dass es ein Zukunftsmarkt ist. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, indem auch andere Fechtartikelhersteller das Design ja durchaus in ähnlicher Weise dann auch herausgebracht haben. Ob sich's dann finanziell für All-Star wirklich sehr stark gelohnt hat, naja, ich denke mal schon, weil sie waren eigentlich international sehr weit verbreitet, bis es halt dann auch andere Varianten gab. Das heißt, mit was habt ihr dann zu diesem Zeitpunkt gefochten? Ihr hattet die Hanwha-Federn, Fechtmaske mit Hinterkopfschutz, Halsschutz, Handschuhe nehme ich mal noch an. Was hat man damals getragen? Wir hatten üblicherweise also Hockey-Handschuhe. Manchmal Eishockey-Handschuhe, die waren allerdings so klobig, dass man überhaupt nicht, also nichts vernünftig machen konnte. Wir haben üblicherweise Hockey-Handschuhe getragen. Wir sehen das aber auch schon irgendwie so 2005, nehme ich mal an, so um den Dreh, oder? Mhm. Was hattet ihr da als Jacke? Habt ihr da diese Fechtmeisterjacke von All-Star verwendet oder eher Gambesongs? Also das war unterschiedlich. Ich persönlich war immer ein Freund dieser Fechtmeisterjacken, weil ich schon immer auch die Nähe zum modernen Fechten auch gesehen habe. Während viele Leute aus der Szene das eher, ja, sich immer eher abgrenzen wollten und zum Teil auch aus dem Reenactment gekommen sind und dann dadurch halt Gambesons oder ähnliche Schutzausrüstung hatten. Mir fällt ein, dass wir auch aus dem Eskrima-Bereich zum Teil Handschuhe hatten, die waren auch gar nicht so schlecht, allerdings haben die nur den vorderen Teil geschützt, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Also im Eskrima-Bereich hat es auch noch passable Handschuhe gegeben. Aber das HEMA Schwarz war damals schon der Trend. Ja, vielleicht auch durch uns gesetzt, wer weiß. Hättest du dir denn damals, so vor der Jahrtausendwende, irgendwie vorstellen können, was mal aus dem historischen Fechten wird, sowohl in Deutschland als auch weltweit betrachtet? Nö. Nö, für mich war das immer eine persönliche Passion. Es war schon irgendwie ein Traum, das weiter zu verbreiten und zu vermitteln. Aber dass das jetzt
sich so verbreitet, dass es eben Sportverbände gibt, die sich damit beschäftigen, dass wir Wettkämpfe haben. Ich glaube, das hat sich damals eigentlich noch keiner vorstellen können. Und manche Leute, glaube ich, aus der damaligen Generation können auch mit den Veränderungen nicht so ganz umgehen, die sich ergeben haben. Also die wünschen sich manchmal diese unschuldige Zeit von früher zurück, wo man sich nur mit den Quellen beschäftigt hat. Aber das ist, die Zeiten verändern sich und man muss weitergehen. Wie ist da dein Standpunkt dazu? Ich finde, diese Zeit war schön und wichtig und die hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch wichtig, dass wir weitergehen. Denn wenn man eine Kampfkunst am Leben erhalten möchte, dann ist es nicht damit getan, dass man sich erarbeitet, wie das Ganze funktioniert, sondern brauchen wir auch eine zweite, dritte Generation, die das mit Freude macht und die das auch auf ein neues Level bringt. Und das kann man halt nur dadurch erreichen, dass man möglichst viele anspricht. Und da ist Wettkampf eine der Möglichkeiten, eine wesentliche Möglichkeit dazu. Zu dem Punkt der zweiten und dritten Generation, da hast du ja auch einen Grundbaustein mitgelegt, nämlich mit der Fechtlehrerausbildung beim Bayerischen Fechtverbund. Die ist auf deinem Mist gewachsen oder zumindest zum Teil, oder? Zumindest zum Teil auf meinem Mist gewachsen, ja genau. Also Hans und ich haben den Kontakt mit dem Bayerischen Fechtverband gesucht und die waren auch Gott sei Dank relativ aufgeschlossen, wohl nicht ganz uneigennützig, denn zusätzliche Leute bedeuten natürlich Mitglieder und Mitgliedsbeiträge. Ich denke mir, dass das der erste Gedanke war, dass sie uns aufgenommen hatten, aber es hat sich in einer sehr konstruktiven Weise entwickelt. Die waren auch schnell bereit, dass wir tatsächlich eine eigene Ausbildung machen können, die also tatsächlich historische Inhalte hat und nicht nur, dass wir halt die moderne Sportfechtausbildung ablegen müssen. Und ja, es ist eine sehr spannende Entwicklung. Ich hoffe, dass das noch weitergeht. Es sind viele neue, interessante Leute, die die Ausbildung machen. Momentan aufgrund der Pandemie ist es halt leider etwas auf Eis gelegt und etwas behindert. Aber wir hoffen doch, dass wir das zügig weiterführen können und vielleicht auch tatsächlich über Bayern hinaus das Ganze auch in Bewegung setzen können. Denn man muss schon sagen, die Fechtverbände, auch wenn man es immer auf den Wettkampf reduziert, das ist ein enormes Wissen an Didaktik, Methodik, das wir uns in der HEMA-Szene nicht verbauen sollten. Gerade die Art und Weise, wie unterrichtet wird mit Lektionen, ist eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, die wir früher halt wenig gekannt haben oder die auch viele Leute, die aus anderen Kampfkünsten kommen, nicht kennen, weil dort meist der Gruppenunterricht vorherrscht. Der wird im Sportfechten eigentlich fast völlig außen vor gelassen, sondern es wird über die individuelle Lektion mit dem Ausbilder, mit dem Lehrer gelehrt. Was bedeutet, dass man zwar relativ wenig Zeit hat, wo man tatsächlich was Neues lernt, aber das dafür sehr intensiv und auch wirklich korrekt. Denn in einem Gruppenunterricht, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier 20 Leute und denen will man irgendeine Technik, einen Zornhau oder so beibringen, dann ist es schon für einen Lehrer schwierig zu erkennen, ja, machen die das überhaupt richtig? Passt der Angriff überhaupt auf das? Oder manchmal funktioniert eine Technik einfach deswegen nicht, weil der Angreifer zum Beispiel irgendwas anders macht, als er eigentlich sollte, wenn wir jetzt bei der Grundvermittlung der Technik sind. Und das kann man ausschalten, indem der Lehrer das macht. Weil der hat ja hoffentlich eine Idee dahinter. Hoffentlich. Wie das heute mit der C-Trainer-Ausbildung über den Bayerischen Fechtverband und OXT läuft, hat Johannes Lavon bei den DHF-Trainertagen digital, man erinnert sich aus der letzten Folge, einen Vortrag gemacht, den werden wir auch in die Shownotes packen, beziehungsweise auf der Homepage entsprechend verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anhören, wie das jetzt gerade läuft. Was vielleicht noch relevant wäre, man könnte jetzt auf die Idee kommen, ja, diese ganze C-Trainer auf Fechtausbildungsgeschichte, das ist halt was, das ist irgendwie die letzten Jahre so entstanden, weil man kann, also irgendwie, man hört halt so aus den letzten 2 Jahren oder sowas davon, aber ihr habt da ja schon sehr viel früher mit angefangen. Unsere erste Ausbildung, die Kooperation, die war 2006, 2007. Wir hatten dann zwischendurch natürlich größere Pausen, weil wir nicht so viele Leute hatten, die wir tatsächlich ausbilden wollten.
Zwischendurch haben wir dann eine Sportassistentenausbildung gemacht. Aber in letzter Zeit scheint das Interesse wieder größer zu werden und wir hoffen, das ausbauen zu können und auf stabilere Füße zu stellen. Dazu muss man sagen, ich finde auch wertvoll, wie die moderne Sportfechtausbildung aufgeteilt wird. Also eben in einer, also der Sportassistent als Einstieg, als kleiner Fechtlehrer, dann der Übungsleiter und dann der Trainer. So eine Dreiteilung, die gibt's ja historisch gesehen schon sehr lange im Fechten und auch im Handwerk. Lehrling, Geselle, Meister. Also es ist eine sehr für Europa typische Art und Weise, Wissen zu vermitteln. Und auch aus diesem Grund finde ich das spannend, bei uns entsprechend durchzusetzen. Man kann ja jetzt, denke ich, schon sagen, dass du das historische Fechten in Deutschland stark mit geprägt hast, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und normalerweise erhält man die Chance, eine Kampfkunst auf so fundamentale Art zu beeinflussen, ja nur dann, wenn man die erfindet und dann einen Stil etabliert, den machen dann Leute weiter. Hältst du manchmal inne und denkst dir, das ist ja irgendwie schon krass, dass ich quasi genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, um das auch noch alles tun zu können? Durchaus. Und das ist eins der tollsten Sachen, die man im historischen Fechten oder in der HEMA-Szene auch heute noch haben kann. Man kann sehr viel von sich selbst und von der eigenen Persönlichkeit mit reinbringen. Viele Interessen miteinander verknüpfen. Es ist eine spannende Zeit. Jeder, der jetzt dazuhört, hat die Möglichkeit, diese Kampfkunst zu beeinflussen und weiterzuentwickeln. Und was gibt es Schöneres? Wenn man in einer anderen traditionellen Kampfkunst trainiert, dann wird einem sehr stark vorgekaut, was man denn machen muss. Das ist in etablierten Vereinen heutzutage sicherlich schon auch im HEMA so, aber es gibt keine Möglichkeit, das selbst weiterzuentwickeln oder wenig Möglichkeiten. Hier im HEMA haben wir das. Wir haben die Möglichkeit, selbst zu forschen und selbst Hand an das Ganze zu legen und in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Ich finde, das ist ja ein sehr schönes Wort zum Abschluss, denn wir nähern uns so langsam dem Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Mich interessiert allerdings noch, hast du eine Lieblingsdisziplin im historischen Fechten? Schwierig zu sagen. Der Fokus verändert sich bei mir phasenweise von Zeit zu Zeit. Was konstant interessant ist für mich, ist der Säbel und auch der Spazierstock. Mhm. Aber auch die früheren Waffen. Also es ist sehr, sehr schwierig, jetzt wirklich zu sagen, das ist meine Waffe, weil das ist einfach nicht meins. Für mich ist wichtig, die Zusammenhänge zu kennen, die Prinzipien und so weiter. Und im Endeffekt, wer mit einer gewissen Anzahl von Waffen umgehen kann, kann im Endeffekt dann mit allen Waffen umgehen. Man muss nur sich auf die jeweilige Waffe ein bisschen einlassen und dann funktioniert das schon. Das ist auch was mir zum Beispiel bei Joachim Meyer sehr gut gefällt. Man hat ein Prinzip, das sich durch alle Waffen zieht, das man mit fast allen Waffen auch umsetzen kann. Mhm. Es muss cool aussehen. Ich glaube, das ist das Prinzip bei Meyer. Jawohl! Und was ist falsch daran? Nichts! Wie kann man denn dich unterstützen? Also du bist ja wie wir heute gehört haben, bei sehr, sehr vielen Sachen, ich will mal so diesen Begriff wählen, hast du deine Finger im Spiel, hast du negativ konnotiert, aber du prägst Thema auf sehr, sehr viele Art und Weisen in Deutschland, sei es durch Bücher, sei es durch Seminare, sei es durch den Anteil an der Trainerausbildung oder die guten alten DVDs. Wie kann man dich denn unterstützen bei deiner Arbeit? Vordergründig könnte man sagen, kauf die Bücher, wenn sie rauskommen. Auf einer etwas realistischeren Ebene trainiert, lasst euch nicht unterkriegen. Schaut mal über den Tellerrand raus, trefft andere Leute. Es gibt keine Dogmen. Schaut
andere Leute an? Wie machen die es? Schaut andere Waffen an. Setzt euch auch mal mit der anderen Zeit auseinander. Also wer ständig nur Langschwert macht, kann auch mal ins Rapier reinschnuppern. Vielleicht gibt es Impulse für die eigene Kunst. Oder auch wer Hofdegen macht, kann mal in eine frühere Waffe reinschnuppern und bekommt dadurch vielleicht Einblicke in das, was er macht, die ihn überraschen und vielleicht doch auch weiterbringen. Was denkst du, wie sich die HEMA-Szene in Deutschland weiterentwickeln wird? Wo sind wir in 5 Jahren? Wie wird HEMA in 5 Jahren aussehen? Beziehungsweise was ist deine Wunschvorstellung? Ich denke mal, die Verbände werden weiter etabliert werden und vielleicht ein stärkeres übereinstimmendes Regelwerk für Wettkämpfe geschaffen werden. Mein Wunsch wäre, dass wir miteinander das Ganze weiter gestalten und dass keiner aufgrund seiner eigenen Präferenzen irgendwie abgelehnt wird. Sei es jetzt, dass eine Fraktion nicht sich völlig gegen Wettkämpfe wendet, andere oder auch eine andere Fraktion sich nur noch auf Wettkämpfe spezialisiert oder Leute nur bestimmte Waffen machen wollen oder zum Beispiel einen uns allen bekannten Fechtmeister dissen, dass der nur Sportfechten macht, was ja gar nicht stimmt. Ich wünsche mir, dass alle über den Tellerrand schauen und dass wir gemeinsam daran arbeiten, HEMA in seiner Vielfältigkeit weiterzubringen. Sehr schön. Alex, hast du noch was? Also Alex, für gut. Nee, aber ich drücke auf jeden Fall auch die Daumen, dass das so klappt und dass dann dieses ewige Genöle irgendwann mal aufhört und die Leute sich wieder lieb haben alle. Ja. Dann bringen wir die heutige Folge mit dem Universal Soldier des deutschen historischen Fechtens, Alexander Kiermaier, über die Anfänge und die Wahrheit der deutschen oder die Wahrheit über die Anfänge der deutschen HEMA-Szene zum Ende. Aber bei doch, ich habe eine Sache, wo, wenn man jetzt bei deinen Projekten auf dem Laufenden bleiben möchte, wo guckt man denn da im Netz nach? Ich muss zugeben, dass ich zwar auf Facebook präsent bin, aber sehr wenig darüber schreibe, was ich tatsächlich mache. Es wird Ausschreibungen auf Facebook geben über Seminare. Ansonsten schwierig. Also ich denke mal über Facebook. Facebook wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Okay, dann wird man deinen Account einfach verlinken, ja. Oder? Ja. Schaut am besten immer bei Schwertgeflüster vorbei. Wir haben die neuesten Infos aus der HEMA-Szene. Oder ihr schreibt den Leuten einfach so einmal alle 2 Wochen eine E-Mail und sagt, hey Alex, was gibt's bei dir eigentlich so Neues? Der umgekehrte Newsletter quasi. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Alex und Alex heute wieder in diesem wunderbaren Podcast. Meine sozusagen Mitstreiter unterhalb der Speyerer Linie. Die Probleme haben, die Uhrzeit korrekt anzusagen und auch einige dialektische Besonderheiten ihr eigenen. Vielen Dank für heute und auch an euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Merci. Ciao. Servus. Nächste Woche, liebe Hörer, gibt es wieder eine Folge Quirliges Quellengequassel mit Michael und Alexander. Und diesmal reden wir über The One and Only Schielhau und klären, wie man ihn richtig ausführt. Seid gespannt!